Hallo, ich bin Ellen Lohr und ich habe heute die ganz große Freude, noch vor seiner Weltpremiere Ende des Jahres den neuen SLK 250 CDI zu testen. Also das erste Mal, dass Mercedes-Benz in einen seiner Roadster einen Dieselmotor eingebaut hat. Und was für ein Powerpaket. Das ist für mich Fahrspaß, dass ich nach einer Ecke mal aufs Gas treten kann. Und es geht aber massiv was voran. Liter, also das ist wirklich unglaublich und macht mich ein bisschen stolz auf mich und mein Automobil. Wo bleibt der denn jetzt? Ist einfach nicht mehr so schnell wie früher, würde ich sagen. Hey Roland, guck dir das mal an. Schönes Auto, oder? SLK? Wie? Ein Diesel? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Diesel willst du gegen mich antreten. Ja, aber 100%. Was glaubst du denn? Das Teil hat 204 PS und 500 Newtonmeter. Boah, ich habe natürlich auch ein richtiges Sportgerät, weil ich habe ein Evo 1 dabei. 2,5 Liter 16V. Mhm. Hat 204 PS. Werden wir sehen. Werden wir sehen, aber dir fehlt definitiv Dampf aus der Ecke raus. Das werde ich dir jetzt beweisen. Roland, der Sack, direkt mal einen Frühstart hingelegt. Die Eli, die bleibt da aber ganz schön dran, das gibt's ja gar nicht. Aber jetzt, Roland, pass auf. Boah, die kommt, die kommt. Boah. Und ich sag bye-bye. Elin zieht vorbei, die war doch sonst nicht so schnell. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das ein Diesel ist. Und der Roland drückt und macht und kämpft und fightet. Er ist ja nur im Drift unterwegs. Und ich habe hier so gar nichts zu tun. Ich könnte auch mit einem Händchen fahren. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich bin schon in der höchsten Drehzahl, 7.500. Und Roland, bist schwer frustriert, oder? Ja, du fahrst vorne wie auf Schiene. Ich war immer über dem Limit am Drifter und am Lenker und am Machen. Bei dir habe ich keine Bewegung gesehen. Und immer wenn du ein bisschen näher rangekommen bist, konnte ich nochmal aufs Gas gehen, da war ich eh wieder weg. So habe ich das Gefühl gehabt. Das war ein bisschen ungleicher Kampf, oder? Du hast mich schon frustriert heute, mein lieber Mann. Willst du auch mal probieren? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann komm, let's go. Danke. Ich bin mir sicher, dass Roland Spaß haben wird. Den hatte ich nämlich jetzt auch den ganzen Tag. Das ist einfach eine super Symbiose, dieser Diesel im Roadster. Da stimmt alles. Man hat immer Power, man verbraucht aber keinen Sprit dabei. Könnte also theoretisch den ganzen Tag auf dem Hockenheimring rumfahren, ohne eine Tankstelle anzusteuern. Meine Daumen gehen beide ganz nach oben. Das Auto ist der Hammer. Ich fahre gleich weiter.